Moin, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn jetzt kümmern wir uns gemeinsam um die News. Zuerst sollten wir über Shared Flight sprechen. Mit diesem Tool für X-Plane 12 ist es möglich, mit mehreren Personen zusammen ein Flugzeug zu bedienen. Sowas ähnliches wie Smart Copilot also, allerdings in einer deutlich weiter fortgeschrittenen Variante. Mit Shared Flight ist es nämlich möglich, sich nicht nur mit einer weiteren Person, sondern direkt mit mehreren ins Cockpit zu setzen. Und wenn man das passende Abonnement ausgewählt hat, dann können sogar noch Passagiere mit dabei sein. Mit diesem Tool wird es also möglich, dass all die Flugzeuge, die mit mehr als zwei Piloten bestückt sind, wie beispielsweise eine 727 oder andere ältere Flugzeuge, die einen Flight Engineer brauchen, auch im SIM mit den entsprechenden Personen zu fliegen. Und das eröffnet nochmal ein ganz neues Fluggefühl bzw. einen Realismusgrad im Flugzeug. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens eine Person ein monatliches Abo abgeschlossen hat, beispielsweise Basic oder Premium. Damit nämlich ist es möglich, sich die anderen ins Boot zu holen. Das sogar ohne, dass die was bezahlt haben, es muss also nur einer das monatliche Abo haben. Je höher gestuft das Abo ist, desto mehr Leute können mit dabei sein und auf desto mehr Dinge haben diese Zugriff. So zum Beispiel im Basic nur eine einzige Person zusätzlich, bei Premium können theoretisch so viele mit dabei sein wie wollen, auch als Passagiere. Für das Basic-Abo muss man $7,99 im Monat auf den Tisch legen, umgerechnet also ca. 6 Euro. Möchte man Premium abonnieren, dann kostet das Ganze $12,99. Umgerechnet also ca. 10 Euro. Diesen Preis allerdings gibt es erst einmal nur zur Feier des Releases, denn normalerweise kostet das Premium-Abo $14,99, was umgerechnet ca. 12 Euro ergibt. Falls ihr Interesse an Shared Flight haben solltet, schaut doch einfach mal auf deren Website vorbei, um euch anzugucken, was es da so gibt bzw. ob das vielleicht was für euch ist. Die Website habe ich euch als Link in die Videobeschreibung gepackt. Einfach draufklicken und ihr seid da. Weiter geht's mit dem Inibils A350 für den MSFS. Dieser Flieger hat nämlich ein paar Preview-Bilder erhalten, genauso wie eine Development-Livestream-Ankündigung. Aber der Reihe nach. Nach dem Release ihres A300s für den MSFS hatte Inibils angekündigt, dass ihr nächstes Projekt ein A350 sei, der dann auch noch dieses Jahr erscheinen soll. Um den Developer-Livestream anzukündigen, der im Übrigen am 22. Juli stattfinden soll, also in ungefähr zwei Wochen, hat Inibils diese Bilder benutzt, die ihr im Hintergrund seht. Wirklich viel erkennen kann man auf diesen Bildern allerdings nicht. Es handelt sich hauptsächlich um kleinere Ausschnitte der Tragflächen, so zum Beispiel um Winglets, auf dem einen sind dann auch noch ausgefahrene Slats mit drauf, und um ein kleines Bildchen aus dem Cockpit des Fliegers. Aber wie gesagt, soll das nicht alles bleiben. Am 22. Juli soll es einen Developer-Livestream geben und in dem sollen wir eine ganze Menge mehr über den A350 erfahren. Aber irgendwie ergibt das auch Sinn, denn das Jahr ist ja nun schon mehr als zur Hälfte rum und da könnte man zumindest so spontan auf den Gedanken kommen, dass auch der A350 schon mehr als zur Hälfte fertig ist. Das bleibt zwar bis zum 22. Juli weiterhin Spekulation, aber wenn sie den Flieger wirklich dieses Jahr herausbringen wollen, dann lässt sich daraus zumindest schließen, dass er nicht erst im Anfangsstadium der Entwicklung sein kann. Für alles Weitere allerdings müssen wir abwarten, bis wir den Development Livestream sehen. Und wenn der dann abgeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, in diesen News über alle relevanten Inhalte informiert zu werden. Vergesst also nicht rechtzeitig einzuschalten, um keine News zum Inibils A350 für den MSFS zu verpassen. Neben dem US-amerikanischen Independence Day sollte am 4. Juli diesen Jahres, also vor vier Tagen, eigentlich noch was anderes stattfinden, nämlich der Release der Boeing 707 für den MSFS als Famous Flyer 10. Wie die meisten von euch allerdings mitbekommen haben dürften, hat dieser Release nie stattgefunden. Und zwar mit folgender Begründung. Das Team um Aeroplane Heaven soll mehr Zeit erhalten, um einen noch qualitativeren Release hinzubekommen. So ein bisschen trägt das ganze INI A320 Neo-Vibes mit sich rum, weil es bei dem Ding nämlich genau dieselbe Begründung gab. Es seien irgendwelche Instabilitäten, Fehler oder Ungereimtheiten aufgetreten und man wolle dem Developer deswegen mehr Zeit geben, um den Flieger besser zu machen. In diesem Fall allerdings bedeutet das, dass die 707 erst mit dem SIM-Update 16 erscheinen soll. Und die meisten von euch, die so ein bisschen tiefer in der Szene sind, die wissen, was jetzt kommt. SIM-Update 16 nämlich nicht.
Das SIM-Update 16 soll zwar für den MSFS irgendwann erscheinen, allerdings erst nach dem Release des MSFS 24 und Insider spekulieren, dass es sich dabei wahrscheinlich erst um das Frühjahr 2025 handelt. Das ist also eine ziemlich ordentliche Verschiebung um mehr als ein halbes Jahr, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Also ist da entweder was richtig im Argen oder man hat sich einfach gesagt, okay, komm, fuck it, wir werden das Ding einfach dann releasen, wenn es auch andere Sachen zu releasen gibt für diesen SIM. Ja, und das nächste Datum dafür ist halt erst dann, wenn das SIM-Update 16 kommt. Wie es auch immer sein mag, schade ist es trotzdem, denn im Endeffekt ist die 707 ein Flieger, den zumindest ich mir gerne angeguckt hätte. Ich kann mir gut vorstellen, dass einigen von euch das auch so geht. Weswegen ich persönlich es natürlich besonders schade finde, dass das Ding vermutlich auf Anfang 25 verschoben wurde, aber hey, machen können wir dabei sowieso nichts. Und andererseits bin ich ja persönlich, wie bekannt sein dürfte, ein Freund davon, die Sachen richtig zu machen, damit am Ende nicht ein halbfertiges Flugzeug released wird und alle böse auf den Developer sind. Falls sich irgendwelche Neuigkeiten zur 707 von Aeroplane Heaven für den MSFS ergeben sollten, dann könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Schaltet also regelmäßig ein, um keine News zu diesem Flieger zu verpassen. Die PMDG 777 hat ihr zweites Update erhalten, was sie auf die Version 2.00.0036 bringt. In diesem Update will man sich im Hause PMDG hauptsächlich um sogenannte Stability Issues gekümmert haben, also um Random Crashes oder auch den sogenannten TARA-Bug, der dazu geführt hat, dass es im Final Approach häufiger mal den ganzen SIM weghängt. Daneben habe man sich aber auch um andere kleinere Problemchen gekümmert, wie zum Beispiel klippende Texturen, Probleme mit dem Wingflex und verschwundene Clickspots. Um das Update zu installieren, öffnet ihr euer PMDG Operations Center, wählt das Flugzeug aus, geht dann auf Downloads und updatet es per Klick. Der Update-Prozess an sich funktioniert vollautomatisch. Laut Robert Randazzo im Übrigen sei das nächste Update, also Update 3, bereits in Arbeit und werde released, sobald man es fertiggestellt habe, was auch immer das heißen soll. Man rechne allerdings mit einem Release noch in dieser Woche. Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.